Die Krankheit hat unsere Liebe komplett auf den Kopf gestellt. Wir waren noch nicht mal offiziell zusammen, als sie bei mir den Knoten entdeckt hat. Wir sind Ende September zusammengekommen und im November kam dann die Diagnose, dass es Krebs ist. In der Kennenlernphase, da stand ich vor der Herausforderung, gehe ich den Weg mit ihm? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Oma, wo sie gesagt hat, ist er das wert, was du dir gerade antust? Mein Name ist Lara, ich bin 28 Jahre alt und kurz nachdem ich meinen Freund kennengelernt habe, ist er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das hat die rosarote Brillenphase schlagartig beendet und wir mussten lernen, damit umzugehen. Wir haben uns im Sommer 2021 über eine Online-Dating-App kennengelernt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das erste Treffen mit Niklas. Erinnerst du dich noch? Du bist nach Karlsruhe gekommen zu mir. Du bist die 160 Kilometer gefahren, nur um mich das erste Mal zu treffen. Und ich dachte, wow, okay, das sieht besser aus, als ich dachte. Er kam mit einer Picknickdecke und er wusste, dass ich sehr, sehr schnell friere am Abend und hat deswegen zu Hause Tee gekocht und eine Thermoskanne mit Tee gefüllt. Ich war von Sekunde 1 total hin und weg. Er war super, super nett und ja, für mich war das eher so ein bisschen schon so gut, um wahr zu sein. Das war ein sehr schönes Treffen. Mir ging es eigentlich genauso, aber sie hatte ein recht gutes Pokerface an dem Tag drauf. Ich habe die Zeichen vielleicht auch nicht verstanden, dass sie es auch ein sehr schönes Date fand. Und als sie dann geschrieben hat, als ich auf dem Heimweg war, war ich mir dann auch sicher, dass es ihr sehr gut gefallen hat. Ich war aufgeregt. Ich war total aufgeregt. Ich konnte keine Emotionen zeigen. Ich war so, ja, okay, Pokerface. Kannst du gut? Ja, kann ich gut. Ich weiß noch, dass ich das ganze Treffen aber so schön fand, dass ich auf dem Weg nach Hause geweint habe, weil ich so glücklich war. Den Knoten habe ich bei unserem dritten Treffen entdeckt, an seinem Hals. Relativ tief drin war ein Knoten und den habe ich zufälligerweise ertastet. Ich erinnere mich noch, als sie gesagt hat, du hast da einen Knoten, das weißt du schon, oder? Ich so, nein, eigentlich nicht. Dann habe ich dann noch abgetastet und habe gemeint, okay, krass, stimmt. Nee, wusste ich nicht, aber ich lasse es abklären. Mir ging es gut, ich war sportlich fit. Daraufhin folgten einige Tests, auch dass er dann eine Biopsie bekommen hat. Das hat alles ein bisschen gedauert. Wir sind dann Ende September zusammengekommen und im November kam dann die Diagnose, dass es Krebs ist. Er hat die Diagnose am Telefon bekommen. Ich wusste auch nicht, wie ich reagieren sollte, weil ich ihn ja noch nicht so kannte. Ja, hat dann auch mich angeguckt mit Tränen in den Augen und meinte nur, warum ich? Bei mir war auch komplettes Chaos in dem Moment. Ich wusste nur, jetzt muss ich funktionieren. Wir müssen das irgendwie schaffen. Also ich habe direkt im Wir gedacht. Ganz am Anfang in der Beziehung, wenn man gerade noch in dieser rosaroten Brillenphase ist, da wurden wir schlagartig rausgerissen. Und es war extrem hart, in der Realität anzukommen. Er hat mir auch die Frage ganz offen gestellt, möchtest du diesen Weg mit mir gehen? Und wenn du bei mir bleiben möchtest, dann bitte verlass mich nicht während der Chemotherapie, das schaffe ich nicht. Oder möchtest du, dass wir jetzt hier auf Pause drücken? Wäre völlig in Ordnung. Er hat auch gesagt, niemand wäre dir böse, niemand von meiner Familie, ich überhaupt nicht. Wir können danach einfach weiter gucken. Und das fand ich so selbstlos in dem Moment, wo eigentlich sein ganzes Leben so zerbrochen ist. Und da wusste ich, er lässt mir so offen die Wahl. Und das ist ein ganz besonderer Mensch und ich möchte bei ihm bleiben. Ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, ich will aber auch, dass du es möchtest. Ich möchte mich dir nicht aufdrängen. Bist du bereit? Ja, mach dich. Mach mir? Ja. Du hast mich am Bahnhof überrascht, einen Tag vor deiner Chemo. Mhm. Und hast mich mit dem Schild abgeholt. Am Anfang habe ich dich wie so einen Abholservice so begrüßt. Ja, stimmt. Und dann hast du es umgedreht. Sorry. Traumfrau bist du bei mir geworden. Das war echt sehr süß.
Ich habe mir die erste Chemogabe angeschaut. Er konnte kaum aufstehen, ihm war schlecht, er konnte nicht reden. Und ich habe einfach nur gemerkt, okay, ich muss sofort für ihn da sein. Und ja, habe dann ziemlich schnell den Entschluss gefasst, ich ziehe sofort um. Dann bin ich hier nach Freiburg gezogen und habe auch parallel dazu meinen Job gewechselt. Ich war dann Unternehmensberaterin, komplett remote. Es ging wirklich alles sehr, sehr schnell. Hallo. Hallöchen. Grüß dich. Hi, Leute. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hi. Hi. So. Alles gut? Ja. Ja, alles gut. Ja. Wir waren ja gerade mal, ja, noch nicht mal 2 Monate zusammen, als ich dann alles hab stehen und liegen lassen und für ihn umgezogen bin. Im Nachhinein denke ich mir, ach, es war schon mutig. Ja, ich habe im Prinzip alles auf eine Karte gesetzt und ich bin ja direkt zu meinen zukünftigen Schwiegereltern gezogen, mit ins Haus rein. Da hat dann auch meine Freundin zu mir gesagt, okay, das könnte auch schief gehen. Das Zimmer, in dem wir gewohnt haben, während Niklas' Chemophase? Dieser Moment, wo man eine Diagnose bekommt und die ganze Welt auseinanderbricht. Man steht einfach da, fühlt sich völlig angegriffen, völlig schutzlos. Und da ist dann einfach ein Mensch, den man gerade erst kennengelernt hat, lieben gelernt hat, dann einem die Hand reicht und sagt, wir schaffen das. Das war in dem Moment natürlich eine enorme Motivation. Da habe ich natürlich auch gesagt, ich tue das jetzt nicht nur für mich, ich tue das für uns, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Ein bisschen Brot. Bitte. Lara war halt einfach im Niklas, also der Schutzengel. Dass ich, mehr kann man da nicht sagen, gell? Ja, sie hat es entdeckt und ja, hat dann immer zu ihm gehalten. Ne? Und das ist wirklich, ja, kann man fast kaum in Worte fassen, ehrlich gesagt. Von meiner Familie aus, die haben eigentlich keine Ängste in dem Sinne gehabt, dass sie gesagt haben, oh, willst du dir das antun? Du kennst ihn doch noch gar nicht. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Oma, wo sie gesagt hat, ist er das wert, was du dir gerade antust? Ich habe sofort das Ganze mit ja beantwortet. Es war einfach ein inneres Gefühl, das ich hatte. Es stellt sich natürlich die Frage, kann man überhaupt jemanden in so einer Situation verlassen? Und das finde ich generell schwierig zu beantworten. Es ist immer sehr, sehr individuell. Man kennt die Situation nicht in der Beziehung. Das muss jeder für sich beantworten und einfach offen miteinander gesprochen werden. Geholfen hat mir, dass er so ein extrem positiver Mensch war, dass sein Tageshighlight war, mich zu fragen, wie es mir geht und mir was zu essen zu machen. Und dann einfach zu mir kam, ich habe dir Nudeln gemacht und ich habe ihn angeguckt. Er natürlich ohne Haare, teilweise mit FFP2-Maske. Und ich denke mir, warum? Warum machst du das? Und dann meinte er, ja, ich möchte, dass du lächelst. Und das hat mich total berührt, ja, weil ich es halt einfach nicht verstehen kann, wie jemand in der Situation so süß sein kann. Ihm geht es total schlecht und um wen sorgt er sich? Um mich. Dass ich mich alleine fühle, weil ich zu ihm gezogen bin, das hat mich einfach an allem festhalten lassen, weil ich halt einfach gedacht habe, das ist so ein toller Mensch. Und egal, wie schlecht es ihm ging, er lag im Bett, hatte keine Kraft aufzustehen, er hat nicht ein böses Wort zu mir gesagt. Die schwierige Phase mit der Chemotherapie ging knapp ein halbes Jahr. Das, was eigentlich am Anfang total schön ist, sage ich mal, ist gerade dieses, man lernt sich kennen, man ist ja auch intim miteinander. All das war plötzlich wirklich wie so ein Cut. Also es war einfach Stopp und jetzt einfach nur noch Fokus Charakter. Dann ist es so, dass man in unterschiedlichen Phasen der Therapie aufpassen muss, weil meine Keime ihn umbringen könnten. Und genauso die Therapie, die er quasi intus hat, die darf ich nicht abkriegen. Im Prinzip war es halt so, dass die Ärztin uns ganz klar gesagt hat, die nächsten so und so viele Tage bitte keine körperliche Nähe, nicht küssen etc. Und ab da dürft ihr wieder. Aber auch, also nur so ein Schmatzer. Also mehr definitiv in der gesamten Zeit nicht. Es hat ihn immer so sehr berührt, dass ich ihn genau gleich verliebt angeguckt habe, obwohl er ganz genau wusste, dass er sich komplett verändert hat. Und das hat ihm, glaube ich, auch sehr, sehr viel bedeutet. Ich war verliebt in ihn. Egal, ob
die Person jetzt ein aufgedunsenes Gesicht hat, gerade nicht aufstehen kann, ihm schlecht ist, nach Chemie gerochen hat und keine Haare hatte. Es war trotzdem die Person, in die ich mich verliebt habe. Und er hat einen ganz wundervollen Charakter und den hat er mir immer gezeigt. Lara hat mich nicht als der Mensch mit der schweren Krankheit behandelt, sondern einfach als ihren Partner. Sie hat mich so angeschaut wie am Anfang und so schaut sie bis heute. Mein Pferd heißt Quiddy und in der Krankheitszeit hat er mir sehr, sehr starken Halt gegeben. Das Problem war nur, dass mein Pferd auch genau zur gleichen Zeit wie Niklas sehr krank geworden ist. Wir sind in die Klinik gefahren, also totaler Notfall, es geht ihm richtig, richtig schlecht. Und dann erinnere ich mich, dass ich im Wartebereich saß mit Niklas und die Tierärztin eben meinte, ich soll mich verabschieden gehen. Und ich weiß nur, dass ich dachte, wow, jede Stabilität, die ich jetzt gerade im Moment habe, fällt weg. Das war definitiv der schlimmste Moment. Und zum Glück hat mein Pferd es geschafft. Es war eine extrem belastende Zeit. Und ich weiß, dass ich viel von den Gefühlen insgesamt verdrängt habe. Ich erinnere mich, dass wir an einem Abend, als Niklas wieder gesund war, gemeinsam einen Film geschaut haben. Und da ist eine Person an Krebs gestorben. Und ich habe wirklich einen Heulkrampf bekommen und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Da habe ich dann gemerkt, das war doch belastender, als ich es irgendwie jemals für mich selbst auch so zugegeben habe. Hi! Hallo! Ja, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, mir auch. Sollen wir rein? Ja. Ja, sehr schön. Ich hatte ja in der Region noch gar keine Freunde. Und dann habe ich Isabella kennengelernt. Isabella ist einfach ein unglaublich lieber Mensch. Sie ist immer für mich da, hat immer ein offenes Ohr und hat einfach relativ schnell einen Platz in meinem Herzen gefunden. So, habt ihr was gefunden? Ich finde es wirklich sehr gut, dass sie Niklas auf diesem Weg begleitet hat, obwohl sie sich noch nicht so lange kannten. Lara hat das sehr stark gehandelt. Also nicht jeder hätte sich so entschieden, wie Lara sich entschieden hat zu dem Zeitpunkt. Es ist mit Niklas schon super schön und seine Freunde sind auch super lieb, aber das ist ein total gutes Gefühl, selbst meine Freundschaften hier aufzubauen und einfach noch ein Stück weit hier besser anzukommen. Wir haben auf Instagram sehr stark damit angefangen, dass wir über die Krankheit berichtet haben und auch anderen Leuten geholfen haben, durch diese schwere Zeit zu gehen. Und sind aber inzwischen sehr stark von diesem Krankheitsfokus weggegangen und gehen jetzt eher in Richtung, wie kann das Leben danach aussehen. Im Prinzip wollen wir damit vermitteln, dass es Hoffnung gibt, auch nach schwierigen Zeiten. Muss jetzt nicht immer Krebs sein, kann das Leben sich auch einfach wieder ändern. Krebsfrei bedeutet, dass er jetzt aktuell sicher ist und leider ist es keine Garantie, dass der Krebs nicht in den nächsten Jahren irgendwann wiederkommt. Bitte schön. Willst du einen Tee oder irgendwas oder bist du... Nee. Mir geht es mittlerweile sehr gut, den Umständen entsprechend. Man merkt dann doch bei der Ernährung, beim Sport, dass die Therapie sehr, sehr viel einem abverlangt hat. Ich brauche mehr Zeit als früher, um mich wieder zu erholen. Der Krebs bleibt immer ein Teil von uns. Wir haben uns auch von der Denkweise stark verändert. Beispielsweise, früher hätten wir uns in dem Alter auch schon Kinder vorgestellt, jetzt nicht mehr. Also bestimmt eines Tages. Jetzt sagen wir halt eher, lass uns leben, lass uns noch wirklich ungebunden sein. Wir wollen reisen, wir wollen einfach Sachen sehen, Sachen unternehmen. Knapp ein Jahr, dass er wieder gesund ist, hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Auf Bali. Was dir noch so spontan gerade wird. Vielleicht was Dunkles? Ja. So,
ich jetzt heute hier meinen Hochzeitsanzug aussuchen darf, ist natürlich ein Riesengeschenk. Wir haben uns beide gegenseitig komplett am Tiefpunkt kennengelernt. Die Verliebtheitsphase hat einfach relativ schnell geendet, weil man eben in diese Liebe reinkam. Im Prinzip hat sich die Beziehung sehr, sehr schnell weiterentwickelt, einfach weil wir so eine sehr, sehr intensive Zeit zusammen hatten. Ich blicke eigentlich echt zuversichtlich in die Zukunft, aber es hat sich natürlich was im Kopf getan und wir wissen alle nicht, was morgen ist. Bisschen Angst bleibt immer, aber ich glaube, das ist ein Stück weit normal, wenn man einen Partner hat, den man liebt. Wir heiraten, weil wir uns absolut sicher sind, weil wir wissen, auch in schweren Zeiten, wir stehen das gemeinsam durch, wir halten aneinander fest. Ich freue mich schon riesig auf die Hochzeit und es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein richtiges Happy End. Das war unsere Geschichte. Was mich total interessiert, schreibt mal in die Kommentare, was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Wärt ihr geblieben oder wärt ihr gegangen?